Hi Leute, ich bin's, euer Simon von Machbar. Heute haben wir eine Runde Personal Training. Du darfst dich mal ganz kurz vorstellen. Ja, ich bin die Sabine. Ich spiele American Football. Und genau, ich habe Interesse daran, mit dir mal zu trainieren, zu sehen, ob ich alles richtig mache im Training. Okay, sehr gut. Also das sind so ein bisschen deine Erwartungen. Wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht. Die Erwartungen sind so ein bisschen, mal über die großen Muskelgruppen drüber zu gehen, so die Big Lifts, Kniebeuge, vielleicht auch so Richtung ein bisschen Power Clean, mal gucken, was da vorhanden ist, was du bisher auch schon gemacht hast. Und dann haben wir geschätzt, dass du jetzt dann für eine Zeit lang ins Ausland gehen wirst. Ja. Und dann werden wir gucken, ob wir dich dann, wenn dir das Training gefallen hat, auch weiterhin im Ausland supporten können, weil das gibt die Möglichkeit, via Skype solche Sachen auch zu machen, ja. Dass wir uns in regelmäßigen Abständen dort verabreden, telefonieren, gucken, ob alles passt, die Trainingsplanung anpassen, vielleicht auch über die Ernährung nochmal quatschen, etc. Okay, sehr cool. Nach dem Training werden wir nochmal so ein Re-Interview machen, dass wir einfach sehen, ob alles gepasst hat, ob du zufrieden bist, damit ja. Die Leute draußen natürlich eine ehrliche Antwort von dir kriegen. Perfekt. Okay, sehr gut. Also würdest du sagen, dass es sich gelohnt hat? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist immer was man am Anfang so nicht weiß. Bringt mir das wirklich mal was? Ich trainiere das schon lange, aber man ist davon noch nie so tief eingegangen, wie wir eingehen. Ja? Wirklich über die einzelnen Probleme auch zu sprechen und vor allem auch Sachen, die sich einfach mal etablieren nach einer gewissen Zeit. Ja, und es ist ja auch nichts, es ist jetzt nicht so, ja okay, jetzt habe ich es einmal gemacht und jetzt kann ich es, jetzt alles super. Es hat eine gute Grundlage und jetzt weiß ich halt, wie ich mein Training dann besser machen kann. Genau, und jetzt passen wir deinen Trainingsplan an. Und bereiten dich dann auf die nächste Saison in Australien. Ja. Sehr gut. Ja, sehr gerne. Und denk dran, alles ist machbar.